Wieder ein herzliches Willkommen in unserer Dampferküche. Heute zu einem Dampfer-Spezial mit eurem Steam Machine und eurer Dr. Steam. Ja, Spezial. Ihr kennt noch dieses Gerät, beziehungsweise unser allererster Prototyp in abgeänderter Form. Der Schweißomat 2000. Den hatten wir ja in Dampfauktion, hatten wir da drei Stück versteigert. Nochmal herzlichen Dank an alle, die mitgeboten haben. Es sind insgesamt nach allen Abzügen 205 Euro an den Gnadenhof gegangen. Die haben sich extrem drüber gefreut, war eine schöne Spende. Wir waren auch total begeistert, wie viele sich an der Auktion beteiligt haben. Foto bei der Übergabe vom Geld habe ich ja schon im User-Fragen-Video in die Box verlinkt. Nochmal dazu, was mich da ein bisschen ärgert jetzt. Ich bin ja nicht so viel in den Foren bzw. in Facebook unterwegs. Im Dampfertreffen muss das gewesen sein, haben sich einige ziemlich über das Gerät ausgelassen. Und dass man doch sowas nicht verkaufen kann, dass das billig aussieht und dass man sich für so viel Geld doch gleich einen professionellen Zeff holen kann und dass die Schaltung doch scheiße ist, beziehungsweise alles von der Schaltung denn geklaut ist. Ja, die lieben Leute, die es da noch nicht verstanden haben, die Geräte wurden nicht für uns verkauft, damit wir uns breitsaufen können und in der Disco liegen. Gut, ich werde den hier noch in Dampfauktion reinstellen, dazu komme ich aber später noch. Das ging um einen guten Zweck. Vielleicht habt ihr euch da mal überlegt, dass einige Leute den Zweck, wofür das Geld letztendlich dann war, gut fanden und vielleicht da deswegen ein bisschen mehr geboten haben. Und das eben ein guter Zweck ist und wir selber nur 25 Euro für die Bauteile und das war weniger als als wir tatsächlich dafür bezahlt haben, genommen haben. Gut, Leute, es hat ja niemand gekauft, der nicht wollte, aber wenn er nicht kauft, warum beschwert ihr euch darüber? Wenn euch die Schaltung nicht gefällt, dann baut es einfach nicht nach. Ich meine, ich verstehe es nicht, wie man sich da dann so drüber auslassen kann. Gut, ein Themenwechsel. Dazu wollte ich bloß auch kurz noch sagen, natürlich lese ich auch die Foren und alles, habe auch den Thread mitverfolgt, aber ich muss dazu sagen, sieht man dann an dem Schweißomat 3000, dass wir da nicht eure Ideen oder sonst was geklaut haben. Wir haben das Ganze komplett selbst entwickelt. Wir sind beide in elektrisch-technischen Berufen tätig. Ich als Entwickler auch und daher ist es für uns nicht so das Problem, sowas mal zu entwickeln. Ja, ich bin gelernter Radio- und Fernsehtechniker, zwar nicht mehr in der Berufssparte tätig, aber ich mache privat auch relativ viel mit Elektrotechnik aufgrund meiner Erfahrung von meiner Lehre hier. Gut, und Ideen haben wir da schon mal gar keine geklaut, also ist wirklich auf unser Mist gewachsen. Doch, die einzige Idee war, wie man es selbst sehen hat, dass man so ein Gerät bauen möchten. Ja. Und zum 3000er, den haben wir ja schon in Planung gehabt, nachdem wir mehr oder weniger im Prototypen dann fertig hatten vom 2000er. Ja, krankes Hirn und ein noch paar lustige Ideen. Prinzipiell macht der 2000er nichts anderes, der 3000er nichts anderes als der 2000er, nämlich Drähte schweißen. Und das kann er genauso gut wie der 2000er. Aber er hat Spielzeug dabei. So sieht das gute Stück aus. Also von Mobilität kann da keine Rede mehr sein. So, für alle, die jetzt sagen, die Schalter sitzen schief, das kann doch nicht so schwer sein. In der Plastikgehäuse Löcher reinbohren bzw. reinfräsen ist ein bisschen ein Problem und die einzelnen Schalter haben auch Toleranzen, also dafür nochmal. So, deswegen haben wir hier beim 3000er ein Alu-Gehäuse genommen, haben das mit
CNC gefräst und wir haben sogar hier noch eine schöne Beschriftung rein gefräst. Und ich glaube, das sieht nicht mehr so billig aus. Hier nochmal die Front, aber ich glaube, ich zeige es euch jetzt mal in der Nahaufnahme, da kann man es dann genauer sehen. Dazu zu sagen ist nur, sehr bedienungsfreundlich ist er nicht. Aber er leuchtet schön. Ja! Viel Spaß dabei. So, hier habt ihr das gute Stück jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Ihr seht schon, ihr seht einen halben Tisch. Ich hatte ein paar Probleme, das Gerät jetzt hier drauf zu kriegen. Vielleicht, ne, mit Licht ist schlecht. Gut. Sehr viele Tasten. Groß und stabil gebaut. Zwei Displays. Für Leute, die dem Englischen mächtig sind, die haben jetzt schon alles gelesen. Und zwar Battery Main. Ihr könnt dieses Gerät, das hat eine eingebaute Batterie, auch mit Batterie betreiben oder dementsprechend im Netzbetrieb. Dazu habt ihr hier einen ganz normalen Kaltgerätestecker dran, der euch das dann ermöglicht. Ich zeige euch jetzt erstmal den Batteriebetrieb. Und zwar schaltet ihr hier auf Batterie um und schaltet dann, haben wir bewusst gemacht, hier unten habt ihr einen Displayschalter. Da kann man das Display dann zu- oder ausschalten. Der Schalter greift nur im Batteriebetrieb, im Netzbetrieb laufen die Displays immer. So, dann kann ich hier die Displays einschalten. Dann habt ihr hier Battery Voltage, dementsprechend wie viel Restspannung habt ihr noch in eurer Batterie. Und hier habt ihr Welding Voltage, was so viel heißt, was für eine Schweißspannung liegt an. Das Gerät lässt sich regeln. Wir haben es jetzt wie den 2000er auf 25 Volt geregelt. Damit haben wir die besten Ergebnisse erzielt. So, und dann habe ich hier meine einzelnen Kondensatoren, die ich dann dementsprechend zuschalten kann oder wegschalten kann. Schön mit zwei grünen LEDs für normale Drahtstärken, mit einer gelben LED dann, wenn man drei Stück zuschaltet, für Flachdraht und mit einer roten LED, wenn man sich ein Haus baut und die Stahlträger zusammenschweißen will. Ja, die kann man jetzt halt hier einzeln dazuschalten. Jetzt seht ihr schon, 1 Volt Restspannung ist noch drin. Wir haben hier bewusst jetzt im Gegensatz zum 2000er die LEDs direkt parallel zu den Kondensatoren geschalten, damit die komplett entladen werden, auch im ausgeschalteten Zustand. Da die Schaltspannung vor den LEDs ja, bei 1 Volt aufhört, unter 1 Volt kriegen wir sie leider nicht, nur wir wollten, dass was leuchtet und einen Widerstand noch dazu. Ja gut, das 1 Volt soll uns nicht stören. So, jetzt haben wir hier zwei Taster. Einmal einen, also hier haben wir einen Taster, der rote, Load Caps. Damit könnt ihr per Tastendruck eure Kondensatoren aufladen. Und dann seht ihr auch, solltet ihr danach schnell schweißen, weil die Schweißspannung eben über die parallel geschalteten LEDs dann wieder abfällt. Wenn ihr jetzt sagt, gut, das mit dem Knopf drücken ist mir immer zu dumm und die Kondensatoren dann aufzuladen und dann hat mal eine Schweißung nicht funktioniert, ist eigentlich für Netzbetrieb gedacht, habt ihr hier noch den Schalter mit Permanent Load, da schaltet ihr dauerhaft die Kondensatoren zu und dann bleibt euch dauerhaft die Schweißspannung anliegen. Ist nicht besonders akkuschonend, aber funktioniert. Wie gesagt, es sollte eigentlich für Netzbetrieb sein. Und dann könnt ihr hier alle hochschalten. Also sehr lustiges Gerät, funktioniert einwandfrei. Auch die Anzeigen, wie ihr seht, bricht die Batteriespannung leicht zusammen, solange die Kondensatoren laden. Ja, und das Ganze jetzt im Netzbetrieb. Wo habe ich denn mein Kabel? Habe ich hier, wie gesagt, das wird ganz normal dann hier eingetütelt. Dann hängt er hier am Kabel. Und wenn ich jetzt hier den Akku laden möchte, Netzspannung
Stecker rein, Powerknopf umlegen und dann auf Load Battery. Und dann fängt er auch schon direkt an zu laden. Und der ist eben auch über CCCV Ladeelektronik eingestellt, dass er eben bei 4,2 Volt komplett abschaltet. Fotos habe ich ein paar beim Aufbau gemacht, also es war kein Spaß. Es ist, ich glaube, fast 20 Meter Draht habe ich hier, also Drahtlitze habe ich hier verbaut, mehrere Module. Hat einige Zeit in Anspruch genommen, vor allem auch die Gehäuse. War kein schöner Akt. Dafür nochmal danke an Mr. Unbekannt, der nicht genannt werden will. Aber wir haben da unsere Helfer dazu gehabt. Alles in allem, ich will jetzt hier keine Drähte schweißen. Ich hatte es am Dampferstammtisch in Nürnberg schon dabei. Und wie ihr seht, wenn ich jetzt hier die Netzspannung wegnehme, erlischt auch die Lade-LED. So, und wenn ich jetzt hier auf Netzbetrieb umschalte, Netz ist aus, klar, dann gehen die Displays auch aus. Und wenn ich jetzt die Kondensatoren abschalte, seht ihr, dass die LEDs noch weiterladen. Also die kompletten Kondensatoren werden dann nach einer gewissen Zeit komplett leer entladen. Das hatte ja der 2000er auch nicht. Ja, zum Schweißen. Ich hatte einen am Dampferstammtisch in Nürnberg dabei. Ich nehme einen dieses Wochenende am Freitag mit zum Dampferstammtisch in Bayreuth. Da können die Leute, die da sind, das Gerät gerne ausprobieren. Also er funktioniert einwandfrei. Und hier vorne sind noch die Buchsen für die Krokoklemmen. Ja, gut. Das war der Schweißomat 3000. Unser, ja genau. 3000, wir sehen uns in der Großansicht und dann gibt es noch ein paar Worte dazu. So, jetzt sind wir wieder in der Großansicht. Was ich gleich mal erwähnen wollte, immer wenn er Batterie erwähnt hat, meinte er natürlich, dass wir hier einen Akku verbaut haben. Einmal mit Profis. Aber ja, es ist da drin ein 14500er Akku verbaut worden von uns. Ist meines Erachtens jetzt noch der einzige Fehler, den wir da drin haben, da eben der Akku auch die ganzen Displays mit versorgen muss. Die ganze Lightshow, die da drin verbaut ist und natürlich auch noch Drähte schweißen soll, ist da natürlich nach 20 bis 30 Drähten Schluss. Es ist zudem ein ungeschützter Akku. Das heißt, ihr könntet prinzipiell könntet ihr den tief entladen, nur die Booster-Elektronik, die da drin verbaut ist, die schaltet automatisch bei 3 Volt ab, beziehungsweise sagt, da spiele ich nicht mehr mit. Also in Klammern einen integrierten Tiefentladeschutz. Ich werde da definitiv, Platz ist noch in dem Gehäuse, einen 18650er geschützten Akku reinbauen, dann hat sich das Thema auch erledigt und ich kann 200 Schweißungen vornehmen, ohne dass mir da der Akku leer geht. Ja, wie gesagt, es war eine Schweinearbeit. Ich würde gerne das Schaltbild dazu hochladen, aber da ist so viel Zeug drin verbaut, ich habe mir jetzt da wirklich nicht die Mühe gemacht, den am Rechner nochmal nachzupinseln. Also der einzige Schaltplan, den es dazu gibt, der existiert in meiner grauseligen Handschrift da hinten, da hinten in der Kiste. Und ja, wer den unbedingt möchte, den kann ich abfotografieren und ja, per E-Mail dann zuschicken. Was bei diesem Gerät aber definitiv auch zu sagen ist, beim anderen wisst ihr ja, wir haben 5 Knöpfe, da ist die Sache gut und schön. Hier habt ihr ein paar Knöpfe mehr und allein der Aufwand, was hier drinnen steckt, war, ich glaube, eher um die 10 Stunden drüber, das alles zu verkabeln und richtig einzustellen. Und was hier an Spielereien drin sind, das ist definitiv kein Gerät mehr, um von einem Anfänger gebaut zu werden. Da der Schweißomat 2000 ist da definitiv besser geeignet, wenn man selbst Hand anlegen möchte und auch keine großen Erfahrungen damit hat. Ja, und wie gesagt, er macht prinzipiell nichts anderes als der Kleine.
Nur halt mit ein bisschen mehr Schnickschnack. Ich meine, wir haben den jetzt gar nicht vorgestellt, aber viele User haben ihn danach gefragt, wann kommt er denn und zeigt den doch endlich mal. Ja, hier ist er. Er wurde vor einer Woche ungefähr fertiggestellt. Ja, wie gesagt, das Schaltbild, die Leute, die Interesse dran haben, den werde ich es dann posten. Gebt mir da aber bitte ein bisschen Zeit dazu, weil ich habe echt die Schnauze voll vom Löten. Ich muss noch zwei bauen. Also ich habe noch zwei Bausätze da. Einmal kriegt mein Bruderherz einen und einmal noch ein guter Bekannter, der uns auch beziehungsweise mir auch sehr geholfen hat. Ohne ihn hätte ich noch keinen Kaifun beziehungsweise Typhoon. Taifun. Ich habe ja noch keinen. Die Post lässt sich ein bisschen Zeit jetzt damit. Also von vorn bis hinten nur Ärger damit. Den habe ich noch einen versprochen, aber es wird von unserer Seite auch nicht für einen guten Zweck da mehrere Man muss geben. dazu sagen, ich habe mir auch keinen gebaut, weil allein die Materialkosten von diesem Gerät liegen locker um die 100 €. Und das war mal zu viel Geld, wenn ich überlege, für einen 2000er, der läuft super, funktioniert genauso und der kostet 25 € Pi mal Daumen. Also mit den ganzen Modulen, mit dem Alugehäuse und so weiter, kommen alleine die Bauteile wirklich ziemlich genau auf 100 €. Und zudem sind die Gehäuse gefräst, mit Schrift gefräst worden. Die Arbeitszeit möchte ich gar nicht mitrechnen, das habe nicht Oh ich ja. gemacht. Und selber bin ich gut jetzt. Beim ersten war ich fast 12 Stunden dabei. Ich glaube, dass die anderen beiden schneller gehen, aber trotz allem. Arbeit und Materialaufwand ist jenseits von Gut und Böse. Richtig. Lohnt sich nicht. Zudem kann ich euch da auch keine Bestellliste dazu geben, weil Displays, eBay, Boosterschaltungen sind 2 Stück drin, eBay, Ladeelektronik, eBay und der Rest, wie immer, von Reichelt Elektronik. Hat auch sehr lange gedauert, da einige Teile von Hongkong und China gekommen sind. Drum hat das Projekt jetzt auch länger gedauert. Wer es probieren will, der kriegt gern von mir die ganzen Daten. Ich werde noch mal alles zusammenschreiben, aber es macht keinen Spaß, das zusammenzubauen. Und was ich auch noch sagen möchte, ein ganz großes Entschuldigung an alle, die uns gefragt haben, ob wir für sie vielleicht auch noch einen 2000er bauen könnten. Es waren so viele Leute dabei, wo man sagt, na, wir wären die nächsten 4 Wochen durchgehend damit beschäftigt, zu löten, und das wollen wir uns nicht antun, sonst verliert er die restlichen Haare auch gar. Oh ja, da ist schon nicht mehr viel da. Und dementsprechend ein ganz großes Entschuldigung, aber tut mir leid, das haben wir nicht vor, da nochmal welche zu bauen. Wie gesagt, es geht jetzt aus dem Grund, mein 2000er, den werde ich jetzt demnächst morgen oder so in Dampfauktion reinstellen. Diesmal nicht für einen guten Zweck, diesmal Für seine Nerven. das Geld, was da rauskommt, werden wir versaufen. Wir werden uns da gnadenlos die Kante geben. Es sind natürlich unsere abgeschliffenen Krokoklemmen dann dabei, ganz klar. Und sobald ich den für meinen Bruder dann fertig habe, den 3000er, geht auch sein 2000er auch noch in Dampfauktion raus. Also für die Leute, die sich vor uns direkt noch einen kaufen wollen, auch wenn er so billig aussieht. Und ja, gut, lassen wir das Thema. Die können den dann in Dampfauktion noch erwerben. Das werden aber auch definitiv die letzten 2000er sein, die es für uns gibt. Das sind die, die wir halt aufgrund des 3000ers dann nicht mehr brauchen. Und 3000er wird es definitiv überhaupt keine geben. Das Video war wirklich nur für die vielen Zuschriften, die eben den 3000er sehen wollten. Also dann nochmal hier. Habt ihr nochmal. Ja, in dem Sinne ist unser Bastelprojekt damit abgeschlossen. Gott sei Dank. Ja. Und für die, die es sich zutrauen, wünschen wir euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ansonsten, wie immer, Gut, Dampf. gut Dampf. Ja.